Vielleicht sollte ich doch wirklich mal aufhören, immer das erste Match immer aufzunehmen, weil das erste Match immer so derbe Scheiße ist und die Leute freuen sich, wenn ich Scheiße spiele. Oder eher mehr tot haten, anstatt irgendwas anderes zu machen. Weil das ist voll. Aber wenn ich morgen überlege, morgen, ja, für euch morgen, für mich übermorgen, so überlege, dass der nächste Microfalls-Part nur 4 Minuten dauert und euch dann wirklich erkläre, nochmal erklären muss, warum ich so scheiße spiele in Microvolts. Es hat einfach einen ganz einfachen Grund, mehr ist es nicht. Wenn ich einmal gut spiele, da werde ich, ja, das seht ihr morgen selbst, ey, das ist ja. Einfach unglaublich. Und danke an das Update oder Steam Update von Tomb Raider, der mir mal wieder ein oder generell Steam Update mir ja ein Strich durch die Rechnung macht, wenn ich irgendwie noch versuche, meine restliche Mission noch zu Ende zu bringen. Ja, ich habe Nahkampfmissionen gehabt. Und durch das Update, was kam, wurde ich da sofort von Microforce rausgeschmissen. Das ärgere ich mich, das ist schon mal passiert und ich glaube, es hängt von dem Steam-Update ab, an oder ab, ihn an, aus, keine Ahnung. Voll verfehlt. Ich habe geschossen, es hat nicht funktioniert. Ja, ich spiele auf NA, genau. An nordamerikanischen Server. Ist doch NA. Aber trotzdem, ja, ich weiß nicht, also, ich sollte wirklich, wirklich, wirklich aufhören, über das erste Match aufzunehmen. Weil es bringt mir nicht viel. Ja, wie gesagt, morgen meine Folge. Und es gab ja nicht so viel Interessantes zu erzählen, nur, oder was passiert ist in die Welt. Außer es gibt eine neue Droge. Kinder, hör auf, Drogen zu nehmen. Geht lieber anschaffen, da habt ihr mehr davon. Nee, vergiss es. Beides ist nicht gut, aber das eine ist besser als das andere. Meine ich, glaube ich. Hoffentlich. Ja, es gibt so dieses neue, dieses viermal stärkere Ecstasy-Droge da. Die viermal zu stark ist, namens Nintendo. irgendwie komisch, ich weiß, aber naja. Ich habe das auch nur so nebenbei so gelesen. Und what the fuck, ey? Da ist es so eine Spielecompany, Konsolenhersteller. Mal ziemlich letzten Jahr in Kritik geraten wegen YouTube. Ihr wisst ja alles, ne, YouTube und Copyright Claim davon. Schön. Und ja, dann gibt es eine Droge und da heißt genauso wie die Spielfirma. Eieiei. Das wird Hammer. Nein, ich. Nehmt keine Drogen. Gebt Drogen schlecht. Wenn ihr Drogen nehmt, seid ihr ein schlechter Mensch. Ein sehr, sehr, sehr schlechter Mensch. Das ist. Ich würde sogar euch hinfahren und euch, weiß ich nicht, eine runterhauen? Glaube ich. Ja, sagen oder wegschmeißen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas tue ich, wenn ich auswende, wenn ihr Drogen nehmt, ey. Und danke für unbekannter. Google Plus, einer Verfolger. Ich habe keine Ahnung, wer es ist, aber du bist ein geiler Bock, ey. Wirklich, ich muss ein neues Satz da rausfinden. Weil geile Böcke sind nicht so geil. Weil Böcke sind. Keine Ahnung. ja, vielen Dank dafür. Und ja. Gucken. Ich weiß, dass Google Plus scheiße ist, also macht ja nichts daraus, wenn ich mal nicht darauf antworte oder so. Aber ja, es gibt Facebook. Es gibt YouTube Privatmails, da schreiben alle momentan nicht unter Kommentarvideos, aber unter Privatmail auf YouTube. Das ist schön. Könnt ihr ruhig weitermachen.
Aber wenn ihr rumheult, dass ihr nicht so viele Abos bekommt, dann schreibt unseren Kommentaren von irgendwelchen an. Nee, warte mal. Vergiss es, was ich gesagt habe. Wenn ihr ein Spiel spielt, besser als ein großer LPer, und ihr schreibt das auch unter den Kommentaren, ne? Ja, dann wird euer Video dann tot gehatet, wenn ihr mal besser spielt. Das habe ich die Erfahrung gemacht bei Rogue Legacy. Mach das nie wieder. Ich wusste ja, den Typen, der das mal gemacht hat, also, und den habe ich sofort gebannt. Somit war es automatisch die Dinger schon weg gewesen, dieses negative Bewertung. Also, wenn ihr LPer seid, nie bei großen LPer bei demselben Spiel unter dem Kommentar antworten oder im Forum posten das Video oder auf irgendeiner anderen Seite. Das tut nicht gut. Außer ihr habt eine Fanpage-Seite auf Facebook. Das könnt ihr machen. Da habt ihr die Abonnenten oder so, ne? Die euch gefollowt habt, das machen. Sonst lasst die Finger davon. Lasst es euch YouTube selbst finden, wenn, weil einige meinen, ich bin sogar besser als irgendwelche anderen großen LPer. Denen würde ich ganz gerne die Meinung sagen und einmal so links, rechts und hast nicht gesehen, Klebeband da fesseln. Keine Ahnung. Warum Klebeband fesseln? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Warum sage ich solche Sachen? Oh mein Gott, ich sollte aufhören zu reden. Klebeband fesseln, das ist geil. Oh, mit Butterbrot. Oh, Butterbrot. Oh, ich liebe Butterbrot. Und, zack, weg. Und, das war's dann auch. Man sieht sich demnächst wieder.